Es ist jetzt morgen um 5 Uhr. Wir haben jetzt vorhin gerade die Kühe geholt. Die 60 Milchkühe. Wir haben jetzt die hier melken. Dann geht die Milch in die Käserei. Dort wird sie verarbeitet. Und die Kühe können eigentlich nach dem Melken direkt wieder weiden. Die Kühe sind eigentlich da Tag und Nacht von draussen. Kühe sind Brischner Kühe und etwas sind fremde Kühe, sprich vom Kanton Schweiz. Aber die meisten, ein grosser Teil, rund 50 Stück, sind eigentlich Hürner Kühe, also die von Hürner Bühne hier zur Alp kommen. Also ich gehe jetzt die 5 Sommer, ist es das hier, wo ich zur Alp gehe. Und es ist halt jeden Frühling schon etwas Spezielles, wenn du eigentlich jetzt in meinem Fall in meinem eigenen Fee kannst, zur Alp gehen. Es ist einfach eine Abwechslung. Es ist halt nicht immer das Gleiche wie daheim. Der Tagesablauf ist ganz anders als daheim. Und auch die Kühe, ich denke, für die Kühe ist es gut, dass sie ein bisschen wegkommt von daheim. Und das merkt man auch im Frühling. Im Frühling ist einfach die Kühe, wenn sie zahlt. Oder wenn sie sich gelähmt sind, alle Jahre zahlt sind. Im Frühling ist einfach, haben sie genug von daheim, wenn sie zahlt. Die Alpstiesse ist eigentlich eine Genossenschaftsalp. Das sind eigentlich ein paar Bauern miteinander, die das eigentlich ein bisschen feiern, eigentlich, die die Genossenschaft gründet. Und nachher, die dann eigentlich die Personen anstellen. Wir sind 4 Angestellte. Eine Käserei, wo der Käserei zuständig ist. Nachher haben wir die Zusendung, wo der Käserei mithilft, Käse auszuziehen, Käse schmieren, Käsepflege. Und wo auch hilft, melken. Nachher haben wir eine Person für den Laden, die ja, Haushalt unter sich hat, also zum Mittag kochen und waschen, wo die diese Sachen im Haus eigentlich ein bisschen macht. Ja. Also wir machen Alpkäse. Also einer ist etwa so 4 Kilo. Nachher machen wir noch Mutschli, das sind etwa 900 Gramm bis 1 Kilo. Nachher machen wir Ziger. Und die das gerne haben, die machen das mit Salz oder Aromat. Oder die einen dann Honig oder Kumpfi drauf. Es gibt ganz verschiedene Varianten, wie man den dort essen kann. Oder man kann ihn natürlich auch leer essen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder was man bei uns im Kanton Uri natürlich auch gut kennt, sind die Ziegerkrapfen. Die habe ich dann wieder gerne. Ja. Dann machen wir noch Anke. Dazu Medele, 200 Gramm. Eigentlich wie nur. Wie von früher nachher, ja. Einfach mit Holzmedaille. Und dann machen wir auch auf Wunsch machen wir Kilo. Also so Klitz eigentlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, eben für einen Gastrobetrieb oder für das Hotel oder so, hat er lieber den Anken an einem Stück, also das Kilo, dann machen wir es eigentlich auch so. Sonst die meisten Leute nehmen natürlich ein Medaille von 200 Gramm, ja. Also wir machen zweimal in der Woche Joghurt, zweimal 200 Liter. Und das meiste schauen wir natürlich ab hier direkt verkaufen, weil hier ein Wanderweg ist, wo die Leute vorbeikommen. Und nachher dann wir auch noch Produkte ausliefern. Sprich, hier zu Bristen in diesen verschiedenen Läden. Wir gehen auch noch ins Unterland. Landi, Schattdorf ist sicher der grösste Abnehmer, ja, den wir haben. Ja. Und der Käse wird eigentlich im Herbst auf die Bauern aufgeteilt. Und rund 100 Stück Käse lassen wir eigentlich hier im Winter, dass wir eigentlich den nächsten Frühling gerade wieder alten Käse, also jährigen Käse, haben zum Verkaufen. Man probiert immer aus den Bewerbungen die Besten rauszupicken. Und dermal haben wir sagen, es sind die drei Frauen, die uns den besten Eindruck gemacht haben. Ja. Die Frauen können gerade so gut arbeiten als wir Männer. Das merkt man jetzt eigentlich, ja. Und ich sage immer, wenn jemand zur Alp geht, eine Voraussetzung ist sicher das Interesse. Dass man sicher die richtige Einstellung hat. Dass man nicht das Gefühl hat, ja, man kann da ein bisschen auf das Bänkchen, das Sofabänkchen hocken und ein bisschen rumschauen, sondern es ist streng. Und es ist einfach eine Einstellungssache.
Also Ziel nehmen wir eigentlich im Frühling, wenn sie ganz klein sind, eigentlich eher Upsi. Und nachher haben wir eigentlich Schotten, wo es vom Käse übrig bleibt, was wir eine Verwendung haben für die Schotten, für die Sirte. Und im Herbst nehmen wir eigentlich die Bühne, die Ziel wieder heim, wenn die fertig ausmisten und nachher eigentlich für den eigenen Gebrauch metzgen. Ja, Kooperation ist sicher eine gute Sache. Oder? Man kann vielleicht manchmal, wenn man an einem Ort ein Problem hat, sei es mit einem Bach oder irgendwo ein Reibeappen ist, dann kann man vielleicht auf Kooperation zu, wo man auf Hilfe zählen kann, ja? Wo man dann nicht aus Genossenschaft allein dasteht. Ich denke, es ist auch von der Kooperationsinteresse, dass die Alpen gut bewirtschaftet werden, gepflegt werden. Weil das ist ja ihr Eigentum. Ja. Oder das Eigentum von allen Bürgern und Bürgerinnen im Kanton Uri. Ja. Das sind lange Tage. Und auch für die Kühe, dass irgendwann, wenn sie am Gras immer weiter nachkommen und nicht mehr so viel gutes Gras hat, irgendwann wissen sie, ja, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, jetzt gehe ich gerne heim, dann weiss ich, habe ich wieder gutes Gras, gutes Futter. Und hast wieder ein bisschen weniger, sage ich jetzt, ja. Der schöne Moment ist sicher, wenn man eigentlich gesund kann mit dem Vieh heimfahren kann, im Herbst. Wenn man wirklich die Tiere kann schmücken kann, Treicheln anlegen, am Tag vieren läuft, richtig durch. Denke, das ist schon immer ganz, ganz ein spezieller, schöner Moment, das muss ich schon sagen. Da. Und wenn alles gut gegangen ist.